La, 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 la. Ach, die Musik ist gut. Treppen. Ey, das reicht sogar perfekt. Ich habe jetzt also einfach mal ein paar Treppen gemacht, weil ich gar nicht weiß, wie viel ich brauche. Ach, abzielen wäre mal schön, aber ich gehe mal von 9 aus. Wenn nicht, dann helfe ich eben nach. Wenn nicht, dann sind es eben 9 plus 3 sind 12, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe es mal. Ne, natürlich sind es 12. Ich verarsche euch doch bloß. Natürlich kann ich rechnen. Oh, Zaun wollte ich auch noch machen. So viele Dinge, die ich machen wollte. So. Jetzt ist die Frage, wo bekomme ich Erde her? Die Frage ist wirklich bei den meisten Let's Playern wirklich sehr beliebt, da die meisten nicht wissen, wo sie Erde herbekommen. Aber ich kenne so einen kleinen Trick, wie man ganz schnell in Erde kommt. Man nennt sich die Schaufel. Und drückt jetzt aufpassen an der Maus die linke Maustaste. So. Dann seht ihr, die Erde taucht aus dem Nichts auf und dann verschwinden eben diese Blöcke. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Keine Ahnung, Kotze oder sowas. Naja, auf jeden Fall verschwinden die dann und dann hat man die Erde. Was ich auch relativ nützlich finde, wenn man sich mal irgend sowas, wie zum Beispiel hier, das sieht so uneben aus. Da kann man einfach die ganze Kotze hier wegmachen. Und es taucht Erde dafür auf. Ich meine, es ist doch echt nützlich. Und vor allem Erde, da kann man so viel draus craften. Aus Erde kann man Erde craften. Aus Erde kann man Dreck craften. Aus Erde kann man... Erde kann man für vieles verwenden sogar. Da kann man Bäume drauf pflanzen. Da kann man andere Bäume drauf pflanzen. Da kann man Sachen drauf pflanzen. Ist halt, ja, unnötig gewesen, aber... Irgendwas laber ich jetzt halt. Wenn es einem nicht gefällt, dann der abonniert mich doch. Vor allem bei den vielen Abos bringt das auch so viel. Aber schön, dass das schon mal so auch andere Leute gefunden haben, außer die. Ja, die. Den einen, den ich kenne. Den ich hier namentlich nicht erwähnen möchte, weil er muss, dass ich ihn disse, bevor ich ihn noch mehr disse. Wo ich ihn jetzt angeblich dann schon wieder gedisst haben soll. Aber schreibt doch einfach in die Kommentare, dass ihr ihn alle lieb habt und addet ihn auf Facebook. Oh, es ist Nacht und Regen. Fällt einem gar nicht so auf, gell? Und die Zeit rennt. Vorhin ist die Zeit so gerannt und jetzt ist es gerade mal 18 Minuten. 18 Minuten nach der Stunde. Let's Play. Wo ich die Frage schon gestellt habe, möchte ich trotzdem nochmal stellen. Hab ja noch keine Antwort bekommen. Wenn die Folgen hier mehr Leute sehen, dann hoffe ich mal. Ich meine, das sind jetzt auch so, das geht ja jetzt schon in den zweistelligen Bereich und ja, da denke ich mal, das werden sich mehr ansehen. Deswegen sage ich, na, frage ich mal, welchen Let's Player findet ihr eigentlich am besten außer mich? Nee, also wirklich, wen findet ihr am besten so? Oder wer ist euer Lieblings-Let's Player? Ich meine, es gibt da diese ganz berühmten Gronkh und so. Da gibt es aber auch noch andere, die habe ich selber noch nicht gefunden. Aber die sind auch gut. Ich kenne auch ein paar, aber hab ich den Namen wieder vergessen. Und dann sucht man wieder ewig, bis man die gefunden hat. Also es gibt schon einige wirklich gute, aber irgendwie gewinnen da manche Sachen die Oberhand, wie zum Beispiel German Let's Play ist ja auch schon ziemlich beliebt, oder Gronkh ist ja einer der beliebtesten, der hat das ja wirklich zum Beruf gemacht, was ich echt geil finde, wenn man wirklich so ein Hobby zum Beruf machen kann. Und ich meine, es macht Spaß, es macht euch Spaß anzugucken, es macht ihm Spaß sie zu machen, hoffe ich mal, und es ist einfach nur geil, wenn man dann sowas hinbekommt. Das ist ein, im Prinzip der Traum wirklich, wenn man diese wenn man Videos macht und es dann wirklich schafft, eine Masse so anzusprechen, dass man es wirklich schon sich selbstständig machen kann und
diese Tätigkeit als Beruf ausleben kann. Das ist wirklich echt eigentlich ein Traum, wenn man auf YouTube anfängt und wirklich es ernst meint. Ich meine, ist ja auch so halb ernst. Ich meine, Zocken ist jetzt nicht so, und diese ganze Medienwissenschaftliche, was, da hast du nicht gesehen, kenne ich mich eigentlich gar nicht aus. Und so in diesem ganzen Schnittprogramm, Technikbereich eben, welches Mikrofon ist das Beste und so eben, kenne ich mich absolut nicht aus. Aber ich meine, ich finde es trotzdem nett, Let's Play zu machen. Das Einzige, was ich wahrscheinlich später als Beruf machen will, ist mehr so Softwareentwickler. Sagen die meisten, Nerd, aber ich finde, es ist einfach geil, wenn du Spiele auch selber machst. Es ist einfach krank, was du da für Möglichkeiten hast. Du kannst wirklich, und dann, wenn du es fertig hast, man ist einfach nur so happy, weil man sieht, was man geschaffen hat. Ich meine, wenn du so ein WoW-like Spiel machst, dann denkst du dir auch, ey, das ist doch Hammer. Und wenn du merkst, dass es die Masse anspricht, das ist genauso wie mit einem YouTube-Video dann. Das ist im Prinzip fast dasselbe. Aber es ist halt eben so, macht mir Spaß, um die ganze Logik dahinter so zu verstehen und so. Das ist einfach lustig. Und deswegen wird man viel gehatet für. Und ja, da gibt es auch diese Pappnasen, die einen, die da gar nicht abhaben können. Aber mache ich mir nichts raus. Ich meine, boah, da muss man sich einiges antun, wenn man das lernen will. Ich meine, kommt, ihr wisst ja sicherlich, was Copy and Paste ist, aber ich meine, wenn du lernen willst und siehst ein Tutorial, wo du erstmal komplett gar nicht durchraffst und tust es erstmal, denkst und tust es erstmal nehmen. Ja, das komplette Beispiel. Und dann bekommst du einen Fehler und weißt dir einfach nicht warum, weil du es ja eben noch nicht gecheckt hast. Ich meine, du checkst es ja erst, wenn du weißt überhaupt, was bewirkt. Und dann kommen sie eben an, na, du bist ein Copy and Paste und man lernt doch einfach mal die ganze Scheiße und dann macht das und das pisst an. Ich meine, ich weiß, dass ich das kopiert habe. Ich will es lernen, aber es geht nicht, wenn mir die Leute es nicht erklären wollen. Wenn sie wirklich meinen, dass man wirklich so scheiße ist, dass man dann das auch noch rausbringen würde. Ich meine, ich mach doch nicht, wo wahrscheinlich noch in den Credits steht, dass ich es nicht gemacht habe. Natürlich bringe ich das dann raus. Ich kopiere Spiele und ja, bringe die dann raus, genau, natürlich. So assi bin ich nicht. Das ist halt einfach, ja, manche Leute, die wissen selber nicht, was sie labern, könnten eigentlich auch mal eher so still sein. Aber ich will nicht haten, ich kenne die Leute persönlich nicht. Ich denke, wenn man die so persönlich kennen würde, wären die ganz anders. Ja, ist halt so, dass die meisten irgendwie so wieder ihr Sach ausleben müssen. Kann mir auch wurscht sein. Und ich muss mal wieder was trinken. Ich glaube, das habe ich wohl ganz vergessen. Und jetzt aufpassen, eklige Geräusche. Am besten den Ton noch laut stellen. Aufnehmen, re-uploaden. Ja, was heißt re-uploaden? Auf euren Kanal uploaden, dann Sound Epic Fail draufschreiben. Dann haben wir es geschafft. Da ist die YouTube-Community komplett im Arsch. Nee, im Ernst, ist nicht so schlimm. Also, so schlimm ist es echt noch. Es gibt wirklich noch viele nette User und so. Manchmal sind es sogar wirklich die Kiddies, die einfach eben, also die gewissen Kiddies, die eben einfach wirklich mitunter zu nettesten Schicht gehören, sagen wir es mal so. Die liken immer schön brav und ich meine, ich vergesse manchmal zu liken, ist assi, ich weiß, ich versuche es mir anzueignen, dass ich wirklich like, wenn ich ein Video mag, aber irgendwie vergesse ich das halt immer. Ja, ist halt so, und diese ganzen pubertären Kids, wie manche Leute sagen würden, sind halt dann meistens ein bisschen aggressiver drauf. Fühlen sich halt cool, wenn sie dann ihren Freunden zeigen, hey, guck mal, der hat sich dann voll angesprungen gefühlt, dann guck mal, ja, und guck mal, was der geschrieben hat, der so epic fail. Und dann wird es in Facebook gepostet und sonst wo, und dann sind alle glücklich, weil die Welt wieder was Neues gelernt hat und wieder neue News bekommen hat. Ja, es halt
Aber ich rede viel zu viel Negatives, ich muss ja auch mal was Positives reden. Das Wetter ist gerade ziemlich schön. Nee, Frage. Viel zu viele Fragen eigentlich. Ja, was habt ihr so an Ostern gemacht? Habt ihr was Gutes bekommen? Habt ihr Geld bekommen? Oder einfach nur so, habt ihr ein bisschen mit der Familie gefeiert? Wäre auch mal schön zu wissen. Und da wir übrigens bei Ostern sind, ich kann auch immer euch frohe Ostern wünschen. Das wäre vielleicht mal eine nette Geste, die ich machen könnte. Ja, und weil das jetzt zu indirekt war, sage ich mal frohe Ostern. Feiert schön, obwohl ihr schon gefeiert habt. Ha. Aber es gibt ja noch einen Montag. Dann sollte ich das Video vielleicht wirklich morgen bearbeiten und morgen noch uploaden, allerdings. Bis. Wie viele Folgen sind das? 4 Folgen passen in einer Stunde, dann sind das schon fast 6 Folgen und das heißt im Prinzip, dass ihr ja die viel später bekommen wird. Wird natürlich. Werdet, nee. Weil, ja, es dauert halt ewig mit 2K-Leitung. Der Upload-Speed ist, glaube ich, irgendwas mit 36 Kilobytes pro Sekunde. Das war immer noch nicht das Schlimmste, aber ist halt auch nicht das Schnellste für Let's Plays. Vor allem ist das eigentlich eine Katastrophe, finde ich. Aber mal sehen, ob sich da noch was bessern wird. Ist halt so, kostet alles Geld und im Endeffekt, ja, kann man auch nicht immer auf alles setzen. Manchmal muss man das einfach so lassen, wie es ist. Und irgendwann dann kann man halt so zugreifen, wie man zugreifen will. So. Hat jetzt kein Mensch verstanden, was ich gesagt habe, aber egal. Wirst du auch nicht wissen. So. Setze ich die so hin? Ja, ich setze die so hin. Dann ist das unser schick eingerichteter mit Karo-Muster versehener Raum. Und das ist richtig schön eigentlich, finde ich. Das ist echt schön. Also, ich finde es cool gemacht. So, das ist toll an Minecraft. Hat eben jetzt auch schon wieder was geleistet und das Haus ist so halb im fertigen Stadion. Ich weiß gar nicht, wie ich die Folgen mal nennen soll. Ich meine, ich kann eine einzige Katastrophe nennen. Ich kann, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder so, mich zum Beispiel ein Enderman umbringt. Was gibt's denn Reim für einen Enderman? Der Enderman, der ist nicht. Der ist nicht. Rendern kann. Nee. Keine Ahnung, wie irgendwas. Halt, da lasse ich mir da immer was Nettes einfallen und ich denke mal, bei der Videobeschreibung werde ich wahrscheinlich immer einen Standardtext verwenden, der nicht so gut ist, aber halt, ich finde ihn relativ in Ordnung für, erfüllt seine Zwecke auf jeden Fall. Was wichtig ist, ist das Video mehr nett. Und ja, die Folge ist jetzt eh gleich vorbei. Also den hier. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, sage ich jetzt nochmal, mich nicht mehr zu verabschieden, weil ich es vergessen habe und es vorher angesprochen hatte, ob ich es machen soll oder einfach schneiden soll. Und ich glaube, schneid einfach. Also habe ich mehr Freiraum, kann ich die Folgen viel besser in den 15 Minuten einhalten. Ich schaue halt, was ich da immer rede. Ich hoffe, ich rede nicht gerade von dem Thema in der nächsten Folge. Naja, gut, das ist dann auch nicht die Welt. Dann klickt er halt das nächste Video an, schaut, was ich da zu Ende labere. Und wenn ihr dann das Video zu Ende sehen wollt, dann lasst das halt. Und hier mache ich, glaube ich, ganzes Glas rein, weil hier klemmt man dann immer zwischen fest. Und das ist keine schöne Sache.